beeindruckend, was du alles erreicht hast. Ist das ein Kompliment? Verstehe mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein, beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete, danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein, das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil, aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige, nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist, aber zieh diese Männer nicht hinein. Und zur Unterstützung dieser Erklärung. Wir müssen alle zusammenhalten. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Prazer em vê-lo. Prazer em dá-lo. Por que raiva? É uma boa tarde. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren. Aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen.
Alles in Ordnung, Desmond? Du musst echt langsam los. Schleich dich an der Security vorbei, um in die Arena zu kommen. Biljetti! Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Lass... Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Aquele cara está maluco! Alguém chama a segurança! Por onde anda? Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Você viu esse homem? Estamos procurando este homem. Se ver algo suspeito, fale com a gente imediatamente. Es muss ein Weg an ihnen vorbeigehen, einen Nebenraum, einen Gang, irgendetwas. Lass dich nicht sehen. Reconhece este homem? Tem certeza? Pense bem. É importante. Super, das ist der Kontrollpunkt. Security kommt auf dich zu. Bleib schön in der Menge, dann ist alles okay. Oder suche einen Weg außen herum. Vorsicht! Im Ernst, was soll das mit den Stadien und den Pinkelrennen? Das ist ekelhaft. Und wer hat sich das ausgedacht? Sie sind zeit- und kosteneffizient. Ich sehe hier nicht mal eine Kabine.
Was, wenn ich einen abseilen muss? Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Würdest du? Eu não posso. Ele sumiu. Mas ele não poderia ter ido longe. Eu vi ele faz pouco tempo. Vorsicht, die haben deine Spur. Ich komme näher. Scheiße. Noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg finden. Die Security ist hier zu dicht. Schnell, Denzel! Verstecken! Untertauchen! Tu was! Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Quem vocês pensam que são? Sugiro abaixar o tom de voz. Só alguns centavos. Olha, aconteceu só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. É minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! Fast geschafft. Sie ist nur auf der anderen Seite des Stadions. Andere Seite? Problema. Alguém chama a segurança! Vorstellen?
keine scheiß Kugeln mehr. Fast hätte er mich gehabt. Gott. Ali ist da! Beeil dich! Okay, schnell zur Metro. Ich halte den Zug für dich an. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Sieh mal an. Ich habe eine dritte Energiequelle. Schon? Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Wo? Sie wird wohl in einem Museum in Kairo ausgestellt. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel und die Zeit läuft uns davon. Ich erledige das. Was ist mit Cross? Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Ich bin dann soweit, Desmond. Der Winter naht. Die Luft ist still und voller böser Vorahnungen. Die anderen spüren es auch und gehen mit ungewohntem Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen, doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen. Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen, aber Thomas Hickey machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen. Von den Templern, ihrem Plan und von mir. Achilles meint, das sei ein Fehler und wir streiten jeden Tag. Doch es steht zu viel auf dem Spiel, um es jetzt noch zurückzuhalten. Tu das nicht, Connor! Was schlägst du denn vor zu tun? Abwarten, während die Templer alles an sich reißen? Wir schworen, sie aufzuhalten. Hast du das vergessen? Assassinen sollten leise arbeiten, präzise. Wir ziehen nicht umher und schreien es von allen Dächern jedem zu, der hinhört. Ausgerechnet, du hältst deine Predigt? Du hast dich in dieses verfallene Loch verkrochen und die Bruderschaft völlig aufgegeben. Seit meiner Ankunft hier tust du nichts, als mich zu entmutigen. Und im seltenen Fall, dass du mal geholfen hast, hast du so wenig getan, dass du es dir auch hättest sparen können. Du wagst es! Dann sag... Unter wem geriet die Bruderschaft ins Wanken? Wer erlaubte es dem Templerorden, so groß zu werden, dass er ein ganzes Land kontrolliert? Wenn ich dich davon abbringen wollte, dann weil du nichts wusstest.
wenn ich zögerte, dir zu helfen, dann weil du naiv warst. Tausendmal wärst du gestorben und hättest Gott weiß, wie viele mitgenommen. Lass mich dir eines sagen, Connor. Das Leben ist kein Märchen und es gibt kein glückliches Ende. Nein, nicht wenn Männer wie du das Sagen haben. Wenn du so die Welt retten willst, Bursche, gib Acht, dass du sie nicht zerstörst. Ha!
Ja, Mann. Die hier drin stecken, der kleine Schisser. Komm, Teufel. Ich werde ihn nieder. Gib mir Raum. Hier drüben. Das ist gewahrhaft.
Hallo, ich bin hier drüben. Patrouillen dulden keine gezogenen Waffen. Verstand verloren. Commander? Connor. Etwas Neues zu Lee? Noch nicht. Verzeih mir bitte, ich war abgelenkt. Einige Nachschubkarawanen für das Lager sind verschwunden. Jemand hat uns verraten. Ein Verräter namens Benjamin Church, gerade freigelassen worden, ist auch verschwunden. Das hängt doch bestimmt damit zusammen. Was hat er verbrochen? Man erwischte ihn, als er den Loyalisten unsere Truppenstärke verriet.
Einschüchterungstaktik, sagt er. Um Krieg zu verhindern. Eine Lüge. Ich werde Church für dich finden. Warum? Hast du einen Grund zu helfen? Ist das wichtig? Wie du meinst. Ich hörte von Zwischenfällen entlang der südlichen Straße. Vielleicht ist er verantwortlich. Ich schlage vor, du beginnst deine Suche dort. Ja, Mann. Vater. Connor, ein letztes Wort? Warte. Eine schlechte Wahl. Willst du Church überwachen? Aufpassen, dass er genug stiehlt für deine britischen Brüder? Benjamin Church ist kein Bruder für mich. Auch die Rotröcke nicht und ihr närrischer König. Ich rechnete mit Naivität, aber das... Die Templer kämpfen nicht für die Krone. Wir wollen dasselbe wie du, Junge. Freiheit. Gerechtigkeit, Unabhängigkeit. Aber... Aber was? Johnson, Pitcairn, Hickey. Sie planten, Land zu stehlen. Städte zu plündern. Den Mord an George Washington. Johnson wollte Land besitzen, nur um es zu schützen. Pitcairn wollte die Diplomatie vorantreiben, die du verpfuscht hast, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und Hickey? George Washington ist ein schlechter Führer. Er hat beinahe jede seiner Schlachten verloren. Der Mann ist gezeichnet von Wankelmut und Unsicherheit. Sieh dir nur Valley Forge an und du musst mir recht geben. Ohne ihn sind wir alle besser dran. Hör zu, ein Kämpfchen mit dir in allen Ehren. Aber Benjamin Churchs Maul ist so groß wie sein Ego. Du willst die gestohlenen Vorräte. Ich will ihn bestrafen. Unsere Absichten sind im Einklang. Und was schlägst du vor? Waffenruhe. Etwas gemeinsame Zeit tut uns gut. Nun, du bist mein Sohn, trotz allem, und könntest von deiner Ignoranz befreit werden.
Oder ich töte dich, wenn du magst. Exzellent. Sollen wir dann? Weißt du denn, wo wir Benjamin Church finden können? Ich fürchte nicht. Ich hoffte, er oder einer seiner Männer würden hierher zurückkehren. Ich kam aber leider zu spät. Sie waren hier und haben alles mitgenommen. Vielleicht kann ich seine Spur aufnehmen. Hier war ein Wagen. Man kann sehen, dass er während der Beladung schwerer wurde. Was lungert denn hier herum? Gleich fällt's rum, ja. Schnee hat die Spuren bedeckt. Doch noch ist genug zu sehen, um ihnen zu folgen. Immer ich. Ich friere mich hier noch tot, wenn ich das nicht hinbiege. Gehörst du zu Ben Church? Sehr geschickt. Wegzulaufen war nicht klug. Was willst du? Wo ist Benjamin Church? Ich weiß nicht. Wir wollten zu einem Camp nördlich von hier. Da laden wir normalerweise unser Zeug ab. Vielleicht findest du ihn... Genug davon. Du hättest ihn nicht töten müssen. Verschwenden wir nicht unsere Zeit mit sinnlosem Geschwätz. Hol Churchs Männer ein, infiltriere ihr Lager und sieh, was du entdecken kannst. Was ist mit dir? Das spielt keine Rolle. Tu einfach, was ich sage. Die Ausbeute war gut diesmal. Ich hab Schwarzpulver in den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Ei, Church wird sich freuen und wir werden.
Beute war gut diesmal. Ich hab Schwarzpulver in den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Ei, Church wird sich freuen und wir werden reich. Das ist ein mieser Abgang. Wir müssen ja nur die weiße Flasche. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das hilft niemanden. Die Krone gewinnt am Ende doch. Die Ausbeute war gut diesmal. Ich hab Schwarzpulver in den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Ei, Church wird sich freuen und wir werden reich. Die Yankees tun mir fast leid. Zittern und hungern da drauf. Die müssen ja nur die weiße Flagge hissen. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das ist niemand. Alles klar, scheint in Ordnung zu sein. Ich mit dem Aufseher. Für heute Nacht ist wieder ein Ding getan. Hey, wo ist der Aufseher? Ärger mich, bei dem Bauern. Ich danke dir. Wenn du hörst, was er vorhat, bedankst du dich nicht mehr. Zeit, dass du auftauchst. Hör gut zu. Der Boss will, dass wir heute Nacht etwas Neues versuchen. Keine Konvois mehr. Wir plündern das Yankee-Lager direkt. Valley Forge. Genau das. Bist du dir sicher? Sicher oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Ich mache, was Church sagt. Wenn es dir nicht passt, geh zu ihm. Ist er hier? Natürlich nicht. Versteckt sich wohl in New York, sagt man. Und hält sich bedeckt. Schließlich will er nicht zurück in den Knast. Wenn jemand was gesehen hat, vortreten! Okay, bin dabei. Glaubst du das? Wen haben wir da? Der ist ganz verdächtig ums Lager rumgeschlichen. Ist bestimmt ein Yankee-Spion. Nein, der ist was anderes. Was Besonderes. Ist es nicht so, Haytham? Church hat mir alles von dir erzählt. Dann solltest du es besser wissen. Du bist nicht in der Position, Drohungen auszusprechen, oder?
Noch nicht. Wenn du mit diesen Segeln fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Du willst eigentlich weg? Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Das dauert nicht lang. Wenn du mit diesen Pflegeln fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Du willst einfach weg? Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Wenn du mit diesen Pflegeln fertig bist, treffen wir uns in New York. Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Das soll jetzt auch Hand sein, Freundchen. Wir holen dich auf!
Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Du willst einfach weg? Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Du musst einfach weg? Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Oh,
armer. Hast du das gesehen? Was für ein alberner Prahlhans. Thank you.
meine feilgebotenen Schätze an! Bin im Visier. Und so stirbst du! Feigling, her mit dir! Genau vom Rohr hin! Unzureichend. Und sie!
Rotkohl! Sonderbarer Kerl. Leichtsinniger. Ich denke, dass einer von denen aus einem Bötefass herausgehen würde. Aber ich... Guten Abend, Connor. Es ist ja noch alles dran an dir. Hast du dich von den Schlägen erholt? Benjamin Church hat sich in einer verlassenen Brauerei in Wassernähe versteckt. Bis Sonnenaufgang sind wir fertig mit ihm. Gut. Ich möchte die Vorräte so bald wie möglich zurückgebracht haben. Natürlich. Ich will dich nicht von deinem sinnlosen Treiben abhalten. Dann komm mit, folge mir. Sag mir was. Du hättest mich beim ersten Treffen töten können. Was hat dich davon abgehalten? Neugierde. Noch weitere Fragen? Wonach trachten die Templer wirklich? Ordnung. Sinn. Richtung. Nicht mehr als das. Ihr seid es, die alles mit diesem Gefasel von Freiheit durcheinander bringen. Vor langer Zeit verfolgten die Assassinen ein edleres Ziel, nämlich den Frieden. Freiheit ist Frieden. Oh nein, sie ist Aufforderung zum Chaos. Sieh dir nur diese Revolution an, die deine Freunde begannen. Ich stand einmal vor dem Kontinentalkongress und hörte ihr Gestampfe und Geschrei. Alles im Namen der Freiheit. Doch es ist nur Lärm. Und deswegen begünstigst du Lee? Er versteht die Bedürfnisse dieser Möchtegern-Nation besser als die Holzköpfe, die behaupten, sie zu repräsentieren. Es kommt mir vor, als hättest du saure Milch getrunken. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Es wählte Washington. Nicht das Volk hat gewählt. Es war eine Gruppe privilegierter Feiglinge, die sich zu bereichern suchten. Sie kamen geheim zusammen und trafen die Entscheidung, die ihnen passte. Oh, sie haben es in schöne Worte gepackt. Doch dadurch wird es nicht wahrer. Der Unterschied, Connor. Der einzige Unterschied zwischen mir und deinen Leuten ist, dass ich kein Mitgefühl heuchle. Einen Moment. Church, du gerissener Bastard. Was ist? Ich hatte vor, dich durch die Wachen zu schleusen, doch er hat sie durch Leute ersetzt, die ich nicht kenne. Ich sollte vorbeigelangen, ohne Verdacht zu erregen. Aber du? Nein. Entweder zusammen oder gar nicht.
Was schlägst du dann vor? Ich suche eine Wache, die dienstfrei hat und nehme seine Uniform. Wie du meinst. Ich warte hier auf dich. Natürlich tust du das. Oh, entschuldige. Willst du vielleicht, dass ich mitkomme und deine Hand halte, dir aufmunternde Worte zuflüstere? Diese Männer wurden des Hochverrats für schuldig befunden. Auf dieses Verbrechen steht der Tod. Die Strafe wird unverzüglich vor diesen Zeugen vollstreckt. Sie haben nichts getan. Hört auf! Geht weiter! Oder wollt ihr euch dazustellen? Ich bin euch nur dankbar. Das soll wohl ein Fall sein, Freundchen. Ah, daneben. Einfallspinsel. Das dauert nicht lang. Teile. Keine Frauen beeindrucken. Es sind nur wenige, die mir entkommen. Greif den Bastard! Ja!
Wie komme ich zu deinem Befehlshaber? Gar nicht. Er trifft nur seine engsten Vertrauten. Auch wenn du ihn findest, kommst du nicht an ihn ran. Das sollte reichen. Folge mir. Halt, Fremde. Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich, aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch.